Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple Rules wieder am Start und zwar mit der nächsten Apple Review und zwar mit dem Level Nummer 1 von dem schönen Landwirtschaftssimulator. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier so machen müssen. Wir haben ja ein Gaspedal, wir haben das Lenkrad und wir haben Vorwärts- und Rückwärtsgänge. Oh, wir müssen sogar richtig lenken, ist ja krass. Donnerwetter. So, kommen wir mal langsam hier wieder rein. Time left, irgendwas in 40 Sekunden. Aufgabe Park in der Parkzone. Freunde, wo ist die Parkzone? Ich weiß gar nicht, was das hier mit dem Landwirtschaftssimulator zu tun haben soll. Ach so, hier sind ja Pfeile. Die habe ich jetzt gerade das erste Mal gesehen. Huch. Kann man hier auch... Ja, man kann. Kann man auch einen Unfall bauen? Oh, ausgezeichnet, direkt 3 Sterne bekommen. Kurze Einblendung, die uns hier sehr nervt. Und wir gehen direkt mal weiter. So, mal gucken, was gibt's denn hier noch? Wir müssen hier Aufgabe bringe den Trailer an. Aha. So, da ist er dran. Und wir machen uns auf den Weg. Eigentlich ein cooles Spiel. Ich find's jetzt schon geil. Huch. So, hier mal ein bisschen Ton angemacht hier. Wir fahren hier mit dem Trailerhänger durch die Gegend. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wie ich das liebe an den IPS-Displays. Huch. Oh, das ist ja gemein. Und direkt Werbung, damit man gar nicht mehr irgendwas sieht, damit man keine Chance mehr hat. So, versuchen wir gleich nochmal. Direkt rückwärts ran, direkt vorwärts weiter. Und dann hämmern wir mal mit dem Trecker hier die Straße runter. Park in der Parkzone. Vorwärts oder rückwärts? Ist eigentlich relativ egal, glaube ich mal. So, wir fahren hier einfach weiter. Ja, das hat zwar nichts mit dem üblichen Landwirtschaftssimulator zu tun, aber eine weiche Steuerung ist hier definitiv vorhanden. Das macht schon mal ordentlich Spaß. So, ein bisschen vorsichtig jetzt hier. Ist ja geil. So, vorsichtig. Schon wieder gecrashed. Und die Werbung geht mir hier schon ganz gewaltig auf den Zeiger. Denn die ist wirklich nicht auszuhalten. Also wie gesagt, Freunde, Internet beim Spielen aus, dann macht die ganze Sache mehr Spaß. Wenn ihr natürlich wichtige Sachen über irgendwas Datentarif, also WhatsApp oder irgendwas anderes erwartet, habt ihr Probleme. Ansonsten können wir hier oben noch Fotos schießen. Ach nee, Moment, wir können keine Fotos schießen. Wir haben hier eine ideale Möglichkeit, um die Perspektive zu sehen. Oha, jetzt wird es aber knapp hier. Jetzt versuchen wir es mal. Hier, guck dir das einer an. Was? Crasht? Freunde, seid ihr denn nicht mehr ganz bei Trost? Wie soll denn das möglich sein hier? Wir sollen doch hier in dieser Parkzone reinparken. Das geht doch aber auch nur so. So, was geht hier noch? Aha. So, wir fahren jetzt hier mit Highspeed einfach mal rum. Ich weiß auch nicht, ob das hier bedeuten soll, Park in der Parkzone mit dem Hänger zuerst, ob das hier so die Aufgabe sein soll. Kann ich nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall genügend Zeit, aber trotz alledem schaffen wir es nicht, mit unserem grünen John Deere Trecker hier irgendwie reinzurammeln. Ist nicht dein Ernst, ne? Ich habe gerade noch überlegt, rechts rüber zu lenken, da war es schon wieder zu spät. Ja. Und auch die App ist natürlich kostenlos im Play Store erhältlich. Link wie gewohnt in der Beschreibung. Wir fahren jetzt einfach mal gegen den Hänger. Achso, ist auch Crash. Kommt auch direkt zur Strafe die Werbung. Das ist natürlich immens gemein, denn dadurch kommt man natürlich auch nicht weiter. Tja, witzig ist es, hier kann man eine Menge Zeit in dem Spiel verbringen. Aber der echte Landwirtschaftssimulator wird dann wahrscheinlich doch noch ein wenig mehr Fets bieten. Den werden wir uns wahrscheinlich demnächst auch nochmal angucken müssen. Eine butterweiche Steuerung hier beim Gas geben und bei der Lenkung, muss ich ganz ehrlich sagen. Da macht die Sache schon echt Fun und Laune. Kann ich daher nur empfehlen, wie gesagt, kostenlos im Play Store erhältlich. Link wie gewohnt in der Beschreibung. Nicht dein Ernst, ne? Du schaffst es nicht. Das ist nicht zu schaffen hier. Du kommst ja auch nicht vorwärts. Und da ärgert man sich natürlich. Und jetzt gehen wir mal zurück. Und das ein Level geschafft. Und das zweite Level, da bleiben wir direkt schon hängen. Ja, und ich würde einfach sagen, probiert es an der Stelle mal selber aus.
Und wir gucken mal, was ist hier Ausfahrt. Das müsste eigentlich das Spiel beenden sein. Und gut ist die Sache. Ja, Freunde. Also, bis demnächst.